Soweit ich das wahrnehmen kann, hat er einfach diese menschliche Größe von LaSalle und auch seine Demut und seinen kompletten Einsatz und auch seine Mitmenschlichkeit, das ist schon untertrieben, seine sehr große Nächstenliebe. Das sind alles so Worte, die irgendwie das gar nicht treffen. Auch seine Fürsorge für Menschen, die einfach Hilfe brauchen, das hat er ja gesehen und das fand er offensichtlich sehr beeindruckend. Weil nicht jeder Zen-Meister ist ein Heiliger. Das ist so. Also das eine schließt das andere nicht aus, aber es ist auch keine notwendige Bedingung.